Hallo zu On The Grid, ich habe mal ein Red Shirt angezogen. Heute ist Star Trek Beyond und jetzt geht's gleich los. Wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Ja, hallo. Also zwei Stunden später, ich bin ziemlich zufrieden, der Film ist zu Ende. Star Trek Beyond ist ein durchaus guter Science-Fiction-Film, sehr actionlastig, aber, und das ist eine Neuerung, wo wir schon fast sagen, seit wann eigentlich, seit Star Trek 6, also auf den bezieht sich der Film übrigens auch, also sprich seit 25 Jahren, einen Villain mit Hintergrund. Qual kommt gut rüber, ist ein Konterpart zu Kirk, der durchaus auch eigentlich ein Vorbild von Kirk sein konnte. Das kommt da im Film nicht ganz so raus, aber so ähnlich halt. Was auf jeden Fall sichtbar ist und was mir sehr gut gefallen hat, war der Humor, mit dem der Film gekommen ist. Und dass man sich teilweise nicht ganz so ernst genommen hat, kennt man ja schon aus Star Wars, aber in Star Wars ist es eher schon lächerlich gewesen. Bei Star Trek war es wenigstens halbwegs witzig. Und ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich gebe dem Film 10. Sagen wir 7 bis 8 von 10 Punkten. So funktioniert das eigentlich bei uns. Ich kann nur sagen, ich will jetzt nicht weiter spoilern. Schaltet eure Phaser auf Stun, eure Tricorder auf maximale Sensorreichweite und vergesst nie, einen richtigen Beat einzulegen. Ihr wisst dann spätestens, wenn ihr den Film gesehen habt, warum. Danke, in diesem Sinne, live long and prosper.